Ich glaube, ich hatte Candy Trip an. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Aber am 23.09. habe ich bei mir im Discord gefragt, woran das eigentlich liegt, dass im deutschen Stream, also am Freitag, 300 Zuschauer circa waren und in den Streams, die danach kamen, bei Clash Royale ungefähr 12.000 Zuschauer. Und das hat sich natürlich danach auf Tag 2 und Tag 3 etwas steigern können. Gar keine Frage, aber liegt das jetzt an der Zeit oder liegt es doch am Spiel? Ich habe eigentlich gehofft, dass es nur an der Zeit liegt, aber ich finde, vielleicht liegt es auch am Spiel. Und die COC-WM und der Streamer ist irgendwie abgetaucht. Nein, es geht mir gut und ich bin auch gesund und munter, denn ich habe ja auch die WM ein wenig ist gut geschaut, ein wenig ist sehr gut, ist gelinde gesagt. Ich konnte sie nämlich eigentlich ganz schauen. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ist das eine Beleidigung für Clash of Clans, diese Weltmeisterschaft, oder eher nicht? Aber ich will nicht nur erzählen, ich zeige euch mal so ein paar Kämpfe hier aus dem letzten Clankrieg, den wir gespielt haben. Ich habe ihn leider verpasst tatsächlich. Lag einfach daran, dass ich genauso ein normaler Mensch bin wie ihr auch. Das heißt also, ihr könnt euch sicherlich erinnern, Start Clash of Clans Weltmeisterschaft Freitag 9 Uhr, Leute. Freitags 9 Uhr könnt ihr selber auf den Tacho gucken, wer da eigentlich kann und wer nicht kann. Ich meine, ich bin im Homeoffice, ich konnte, aber habe natürlich auch nochmal gearbeitet. Das heißt, ich habe Clash of Clans so ein bisschen nebenher geschaut, ganz klar. Und dasselbe dann am, ja, ich will noch nicht mal sagen, dasselbe dann am Samstag. Danach hat man Wochenende und ihr wisst selber, am Wochenende, da willst du feiern, da willst du auspennen, etc. Aber Clash of Clans fängt am Freitag, am Samstag auch um 9 Uhr an. Und also eher finde ich eine sehr, sehr undankbare Zeit. Das war aber auch 2019 schon so. Bei der letzten Live-Performance, da war das auch, ich nenne es wirklich mal so, Randspiel an dem Tag, ne? So, lass mal die Clasher morgens ran hier, die kriegen nicht die Prime-Zeit, die kriegen hier wirklich die Loser-Zeit. Und ja, dann sind es natürlich auch nicht so viele Leute, die da zuschauen. Denn ich will es mal so sagen, wenn in Clash of Clans im Spiel ein Sack Reis umfällt, dann haben die deutschen Caster mehr Zuschauer als bei der Clash of Clans Weltmeisterschaft. Ja, Leute, das war die Weltmeisterschaft. Die kommt ja nicht wieder jetzt nächsten Monat oder so, sondern da werden wir jetzt ein bisschen länger drauf warten müssen. Und da erwartet man denn doch schon, da finde ich so ein bisschen mehr. Das Ganze ist natürlich vielleicht nur aus meiner Brille zu sehen, aber ich finde schon sehr beleidigend, dass gerade bei den beiden Castern, die das gemacht haben, die eigentlich normal schon, ich sag jetzt mal so viel Zuschauer bei ihren Sachen haben, wenn die so ein bisschen King of the Hill spielen oder ein paar Legenden-Hits machen, und dann das bei der WM nicht wenigstens, ich sag mal so, entschuldigt bitte, wenigstens im vierstelligen Bereich da die Zuschauer sind. Das fand ich schon sehr, na, ich fand schon sehr beleidigend. Oder lag das schlicht und ergreifend daran, dass man immer irgendwo so ein bisschen das, man sieht bei Clash of Clans natürlich oftmals, was heißt oftmals, haben wir hier nicht mehr drei Sterne geholt? War der Gegner hier wirklich besser? Gucken wir mal eben. Oder geht es eigentlich mehr, ich meine, hier geht's natürlich darum, dass hier nicht zwei Leute gegeneinander betteln, sondern jemand stellt sein Dorf zur Verfügung, was ein anderer dann abräumen darf. Versucht abzuräumen. Aber tatsächlich glaube ich, sind hier ja wenig, wie soll man sagen, wenig Abwechslung im Spiel. Also bei der WM, wenn ich die Augen zumachen würde und höre mir nur den Livestream an, dann bleiben bei mir tatsächlich nur folgende Dinge im Hinterkopf so ein bisschen stecken. Also das, was ich eigentlich immer gehört habe da. Das waren gar nicht viel Begriffe. Das war eine rote Mine, das war eine schwarze Mine, das war die Tornado-Falle, das war ein Skelly-Donut, das war ein Hydra oder ein Queen Charge Lalo. Punkt. Das war alles. Okay. Es gab so zwei, drei, die dann da ganz abseits der Norm war, da hat dann jemand plötzlich mit Hexen angegriffen, hatte ich ja schon gesagt, das war am ersten Tag, mit Superhexen. Und hat damit auch Erfolg gehabt. Einer hat sich, glaube ich, auch mal zum Packer Smash drängen lassen.
Und jemand von MS Esports, glaube ich, hat dort, das ist echt ein Süter, heißt er, glaube ich, der dort der Herrgott der Schweinereiter ist, muss man einfach so sagen. Er ist eigentlich der Hüter der Schweinereiter, so will ich ihn mal bezeichnen, denn der hat doch mehrmals einen Schweinereiterangriff gezeigt. Also wirklich heftiges Ding und ich glaube, ganz, ganz große Meta. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist bei Clash of Clans sind die Helden. Also mit was mit wie viel Elan diese Helden da gespielt wurden, wie lange sie gespielt wurden und wie effektiv sie gespielt wurden, das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Denn ich fand eigentlich alle Teams, die dort im Finale standen, standen ja nicht umsonst im Finale, ja, sondern die haben ja auch einen gewissen Weg geschafft und erreicht. Und das fand ich eigentlich anerkennend schon mal für alle Clans. Also da kann ich jetzt nicht sagen, oh, das war der bessere Clan oder sowas. Nee, in keinster Weise. Das war absolut nicht so. Sondern die waren alle auf einem Niveau. Das Niveau wurde dann sicherlich mit Nervosität und so weiter nicht schlechter, sondern eher, man gestand sich dann ein, dass man den einen oder anderen Fehler auch gemacht hat und so ist das nun mal beim Spielen. Ja, aber dennoch hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es doch sehr, sehr luftlastig ist, so muss ich mal sagen, im Rathaus 14 Bereich zumindest, und dass man halt nicht so viel sah. Weißt du, du hast einen Angriff gesehen und du konntest schon im nächsten Angriff quasi sagen, ah, Queen Charge Lalo, ja, okay. Oder diese komische Angriffsstrategie mit diesem, wie heißt es, Skelly Donut, das ist wirklich der krasseste Begriff, den ich in Clash of Clans finden kann. Ansonsten fand ich eigentlich das Turnier sehr, sehr gut. Um nochmal auf den Morgen zurückzukommen, ich habe immer morgens eingeschaltet, auch Samstag und Sonntag. Samstags war ich tatsächlich auch auf, ich musste nämlich auch arbeiten. Und am Sonntag bin ich einfach eine Stunde im Bett liegen geblieben und habe mir die erste Stunde am Handy angeguckt, denn Stöpsel in den Ohren und einfach am Handy ein bisschen glotzen geht ja auch. So ist es ja nicht. Aber dennoch fand ich es eigentlich, ich fand es nicht so in Ordnung, dass dem eigentlich so tollen Spiel hier in der E-Sport-Szene nicht so viel Tribut gezollt wird. So muss ich es mal sagen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie es bei den anderen Castern war, jetzt bei den Brasilianern oder bei den Portugiesen oder wo auch immer, keine Ahnung. Dafür kann ich natürlich nicht sprechen. Ich sehe das ja nur aus meiner Brille. Das muss auch nicht eurer Meinung entsprechen. Aber so hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel so nach wie vor nicht in der E-Sport-Szene angekommen ist, da wirklich stiefmütterlich behandelt wird und wo man sich dann wirklich fragt, warum machen die eigentlich, warum betreiben die so einen schönen Aufwand? Wirklich, das war ja, die Location war toll, das Rundrum war gut, die Technik ist super und dennoch kamen wir, glaube ich, nicht über 800 Zuschauer hinaus am Finaltag, Leute, Finaltag der Clash of Clans Weltmeisterschaft. Und das ist dann schon sehr, sehr, sehr schade. Ui, da geht gerade mein Europieper. Wow, der ist aber laut. Ich habe nämlich nebenher auch noch Bereitschaft gehabt. Und deswegen kann ich das an der Stelle ja überhaupt nicht verstehen, dass das so gelaufen ist. Also es ist natürlich bis zum Ende gelaufen und es war ja auch in Ordnung. Aber ich fand es dann, wo ich immer, also eigentlich, ich fand es dann so traurig, wo ich so tief drüber nachgedacht habe. Ne? Also wo ich dann wirklich gedacht habe, was ist da eigentlich los und warum ist das so? Und warum ist das so? Das waren eigentlich so ein bisschen so meine Beweggründe, warum ich mich dazu entschlossen habe, da einfach mal rüber zu sprechen, weil ihr mich ja im Moment auch gar nicht live seht und eigentlich wollte ich hier jetzt weiterhin Musik haben. Warum habe ich das nicht? So, jetzt habe ich es wieder. Meine Herren. Das ist eigentlich meine Meinung zu Clash of Clans gewesen, aber ich fand die WM trotzdem in Ordnung und wir haben tolle Kämpfe gesehen. Vielleicht hat es auch den einen oder anderen gestört, dass gerade
von der Fraktion Stefanie und ihrem Doktor zwei gesponserte Teams gleich im Finale sind. Sie haben nämlich auf Twitter schon angekündigt, dass sie noch zwei im nächsten Jahr rekrutieren. Und damit stellen die dann schon, wenn sie es denn schaffen, vier Mannschaften alleine nur quasi bei der WM. Das ist natürlich auch sehr, sehr ermutigend für andere Clans, hoffentlich dort ein bisschen beizugeben, beziehungsweise dort ein wenig gegenzusteuern. Denn vielleicht ist das Spiel auch schon vor Jahren deswegen kaputt gegangen, dass solche Sachen hier, ich meine, zugelassen werden mussten. Es ist ja auch normales Gameplay. Ich habe auch bis heute im Discord von Clash of Clans nicht einen einzigen Satz gelesen. Congratulations, Queen Walker, Stephanie, to win the final in the World Championship. Null. Es kommt einfach nichts, weißt du? Und das zeigt auch schon wieder, dass dort, endlich haben wir die WM hinter uns, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und, 85% hat er auf meine Base gemacht. Und jetzt geht das normale Leben weiter. Pass, Liga, Clanspiele und so weiter. Und irgendwann natürlich wieder die Qualifier, außer Clash of Clans sagt sich, das lohnt sich nicht mehr. Der viele, viele Aufwand für die Clash of Clans Spieler, keine Ahnung. Aber danach, ja, ich bin ja kein Clash Royale Spieler, muss aber sagen, dass ich auch alle Streams gesehen habe von Big Spin und Floppy, und da war pro Tag die Steigerung vor allen Dingen auch bei den Zuschauern zu sehen. Die Matches wurden immer interessanter, und auch für mich, der die Spiele gar nicht rafft, war das unheimlich cool anzugucken, wie dort performt wurde, wie auch dort durchmoderiert wurde und was sich dann auf der Bühne tat, wie die Ladder dort weitergeht und wie gemutmaßt wurde. Und dort war es eigentlich so, dass wirklich je näher es dem Finaltag zukam, desto interessanter und high-endiger wurden dort die Matches. Also auch der ganz junge Mann da, der Mohamed Light, der aus einer Niederlage eigentlich den WM-Titel gemacht hat. Der hat ja zu Anfang verloren. Das ist genial, muss man sagen. Der musste durch das ganze Lower Bracket durch und musste auch immer mehr spielen als die anderen. Das mussten andere natürlich auch. Aber dennoch war das auch wirklich sehr hochkarätig. Auch mit deutscher Beteiligung. Zwei Spieler waren dort unter den letzten, ich weiß gar nicht, wie viele das am Anfang waren, 12, 16 oder so. Und da muss ich schon wirklich sagen, Hut ab, dass ihr auch jemand von Clash of Clans, ich sag mal so, gepackt haben. Ja, ich musste das gucken. Ich war wirklich so fokussiert drauf, auch tatsächlich ganz anders als bei Clash of Clans, obwohl mich das Spiel eigentlich gar nicht so juckt. Ich spiele das mal ab und zu, ja, aber was dort eigentlich abging, war nochmal was ganz, ganz anderes. Und die Hausnummer oder das i-Tüpfelchen war dann am Sonntag. Das musste ich mobil gucken, weil ich es gar nicht hier zu Hause gucken konnte, weil wir weg waren. Und das habe ich aber gemacht. Wisst ihr, ich war irgendwo am, weiß ich nicht, ihr kennt das nicht, Dümmersee, war da ein bisschen am Spazierengehen, Essen, Trinken, ein bisschen in der Sonne liegen und habe die ganze Zeit den Stream geguckt. Und also wirklich bombastisch im High Peak bei dem Turnier dann nur im deutschen Bereich 35.000 Zuschauer. Das fand ich heftigst, muss ich sagen. Und das wurde auch immer mehr. Und auch das Finale war so ultra brutal spannend, weil dort, ich glaube, der Morten mit einem kleinen Vorteil eigentlich in das Finale reinging und den Vorteil nicht ganz ausspielen konnte und sein jüngerer, ich denke mal etwas jüngerer Kontrahent, da dort wirklich konzentriert eine Partie nach der nächsten gewann. Und fand ich absolut, absolut top. Auch diese ganze Fairplay-Regelung da. Die Spieler kennen sich ja auch alle untereinander oder viele kennen sich. Und ich fand es eigentlich, das war die Weltmeisterschaft. Das war eine Weltmeisterschaft. Und wenn man Clash Royale aufgemacht hat, dann wurde man auch gleich im Startbildschirm begrüßt. Das ist der neue Champion. Ja, auch das gab es hier bei Clash of Clans nur auf dem Tab eSports. Weil wenn der neue Pass kommt und der neue Skin, dann haben wir das auch immer auf der ersten Seite. Aber als ich das Game aufgemacht habe, da stand da nicht Gratulations Queen Walkers, ja, und so, und ich muss es wegdrücken. Weißt du, auf der Clash Royale, im Clash Royale Spiel war es so, da kam ich ins Spiel rein, da wurde ich gleich begrüßt,
Leute, das ist der neue Weltmeister. Und dann muss ich es wegdrücken. Und das fand ich eigentlich, auch da sieht man mal so ein bisschen, dass das Game ganz anders gehypt wird, ganz anders gehandelt wird. Brawl Stars gehört ja auch noch mit dazu. Auch, ich glaube, in den Supercell Discord kommen nur noch Brawl Stars rein. Kaum jemand sagt da, hallo, ich spiele Clash of Clans. Oh Gott. Ja, und deswegen glaube ich, dass diese WM eigentlich eine Beleidigung so ein bisschen für Clash of Clans war. Könnt ihr mir gerne jetzt irgendwie Hasskommentare in die Kommentare schreiben, aber ihr schreibt mir sowieso ja in die Kommentare rein. Also müsst ihr jetzt auch mich nicht haten. Das ist nur eine Meinung, wie ich das eigentlich gesehen habe, nachdem ich ein bisschen tiefer darüber nachgedacht habe, beides ein bisschen verglichen habe. Beides kann man natürlich nicht vergleichen. Bei Clash Royale hast du halt immer andere Decks. Also wirklich immer irgendwo andere Karten, die natürlich in etwa gleich gespielt werden. Aber du hast halt nicht immer dieses Queen Charge Lalo und davor ein Skelly Donut. Oder machen wir davor irgendwas anderes. Oder nehmen wir eine Ramme, weil wir irgendwie das Rathaus noch schaffen müssen. Safe. Ja, das ist so. Ja, ich weiß nicht. Das war mir auch persönlich ein bisschen zu eintönig. Aber es sind natürlich die effektivsten Angriffe, die dort genutzt werden und genutzt werden sollten und müssten. Das ist mir auch klar. Nur muss einfach da viel, viel mehr geben. Clash of Clans hat so viel mehr zu bieten als ein paar Lavahunde und ein paar Ballons und ein paar Heiler mit vier Helden. Wir haben ja auch viel, viel mehr Truppen, aber die wurden dort viel zu wenig genutzt. Ja, und da muss das Spiel wieder, ich sag mal, so einen anderen kleinen Hype bekommen. Sicherlich mit Rathaus 15 wird es diesen Hype wieder kriegen. Und aber dann denke ich auch da wieder nur so ein bisschen kurzfristig, bis es die ersten gibt, die sich durchgejammt haben und die ersten Metas auf dem Markt sind und so weiter. Ich fand es schon sehr, 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 sehr schwierig, jetzt nicht das zu schauen. Das fand ich in Ordnung. Aber wie gesagt, hier musst du halt auf die E-Sports-Tab gehen, um zu sehen, yo, hier gibt es einen neuen Weltmeister. Gratulation an QW Stefanie. Und die fünf Jungs da oben haben wirklich sehr, sehr hart performt, muss man sagen. Ich glaube, einer von denen, ich weiß nicht, ich glaube, es ist Klaus, der hat nur gedreiert, das ganze Turnier lang. Und aber alle anderen, muss ich auch dazu sagen, waren auch sehr, sehr gut. Also das war schon für mich auch ein bisschen Clash of Clans. Jenseits von dem, was ich jemals gespielt habe oder spielen werde, ist einfach so, da sind die Gedanken auch ganz, ganz anders. Das sind alles junge Männer oder Menschen, sagen wir mal so, weil beide Spiele, das ist auch das Komische, du hast nicht eine einzige Frau gesehen oder junge Frau oder was auch immer, sondern das Spiel wird schon nach wie vor von jüngeren Menschen gespielt, als ich es bin, als All Greenhorn es ist. Von daher spielen die auch sicherlich ganz anders, aber vielleicht, ich weiß nicht, der ein oder andere wird da sicherlich jetzt drüber nachdenken, was der Toto hier wieder vom Stapel gelassen hat. Ich will das Spiel nicht niedermachen, ich spiele es nach wie vor super, super gerne. Ich liebe Clash of Clans genauso wie ihr. Und aber ich finde es halt, es fehlt so ein bisschen der Tribut, es fehlt so ein bisschen der, das Spiel gibt es jetzt seit 10 Jahren, es hat sich entwickelt, es hat sich super entwickelt und da fehlt es mir so ein bisschen dran, ja. Und die Masse, die man hier ja auch machen kann, das ist, der eine mag es, der andere mag es nicht, das wisst ihr bei mir auch, in der Clanstadt und Nachtdorf ist für mich nicht das Wahre, aber für andere ist das ein echtes Highlight. Also auch da sind ja die Geschmäcker verschieden. Das ist auch bei CR so, dass die eine oder andere Karte dort natürlich so gut wie gar nicht mehr genommen wird, weil warum sollte ich die nehmen? Aber ich denke mal, die Vielfalt ist dort auch genauso groß mit einer Ladder, mit einer Liga, mit einem Clan und so weiter und mit den vielen Möglichkeiten, die man da hat, sein Deck zu gestalten und auch außenrum. Das ist schon, es ist ein ganz anderes Spiel, was es sicherlich nicht zu vergleichen gilt, aber gerade deswegen die Frage am Anfang, ist die Uhrzeit dort wirklich nicht gut gewählt? Ist Clash of Clans ein wenig so nicht das Nesthäkchen, sondern so, die schicken wir mal vor, die müssen erstmal so ein bisschen den Tag füllen und die Halle füllen. Für mich sah das auch immer noch in der Halle sehr, sehr Corona-konform aus. Überall so kleine Grüppchen, die da saßen, also nicht so eine richtige Halle, aber das war ja sicherlich auch nicht so die Location, dass dort so Stadionatmosphäre aufkam. Aber ich fand es trotzdem ziemlich dünn, was dort vor Ort war.
bei Clash of Clans und deswegen ja, hab ich so ein bisschen das Gefühl, Mensch, endlich haben wir die WM hinter uns und jetzt geht's weiter, weil ich meine, zum 10-Jährigen mit der WM im Herstellerland ist das natürlich auch nochmal ein ganz anderes Highlight, als dass du irgendwo deine Klamotten wochenlang durch die Welt fährst und eigentlich in einem fremden Land hier dieses tolle, tolle Jubiläum feierst. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht oder gesehen habt. Vielleicht habt ihr die WM auch gar nicht gesehen. Geht mich nichts an. Kann auch sein, ich habe wirklich alles geguckt. Jeden Stream von Anfang bis Ende. Sowohl Clash of Clans als auch Clash Royale. Und deswegen konnte ich mir da auch ganz gut so das Bild von machen. Bisschen Clash of Clans hatten wir ja auch. Also wenn euch das Ganze trotzdem gut gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da abonnieren. Nicht vergessen. Und einfach am Kanal dranbleiben. Also wie gesagt, ich hebe die Hände vor euch und sage euch, das war nur aus meiner Brille, das muss nicht eure Meinung widerspiegeln und ich will damit auch niemanden irgendwo auf die Füße treten oder sonst was. Das Wochenende war für mich dennoch sehr, sehr gut, für alle Spieler und alle Spielerinnen und alle Zuschauer sicherlich auch. Bis dahin, euer Toto. Clashed.